Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge XXL Farm auf der Marschfelder Landkarte. Eigentlich hatte ich vorhin so eine bessere Ansage. Servus Tigerfarm erstmal. Moin. So. Marschfelderland, da sind wir unterwegs. Marschfelderland. Nein, Marsch. Ist kein S drin. Es wird aber so ausgesprochen. Das ist bei mir Marsch. Das kommt nämlich aus dem Österreichischen. Und die werden da nicht Sch. Das sind keine Deutschen. Muss ich das auch noch googeln? Rechts von Wien. Ich hab schon gegoogelt, ich weiß, ich hab mich informiert. Aussprache. Findet er nicht. Okay. So, egal. Das findet er, okay. Ja, ist ja egal. Wir haben jetzt den Plan, dass wir hier das Gras erstmal in Silo einlagern. Dass der Ladewagen häufiger in Betrieb ist und werden dann vom Silo aus mit dem Aperion zur BGA das Gras transferieren. Richtig oder richtig? Falsch. Warum? Weil ich gerade gucke, wo das ist. Er glaubt mir wieder nicht. Wien, rechts von Wien. Zwischen Karpaten und noch irgendeinem Gebirge. Karpaten? Da, wo Winnetou und Old Shatterhand gedreht wurde. Was die wenigsten wissen. Ich habe nur Karpaten in Rumänien. Ja, genau. Nee. Slowenien. Die ziehen sich ein bisschen weiter. Ja, so, der Kollege hier schon wieder am Schlafen ist, dann werde ich mal kurz den Weg hier einbauen. Ich schlafe nicht. Ach so, sorry, hab da was verpeilt. Aha. So, warte, wo sind wir denn? Ups, andersrum. So, wo sind wir denn? Mal den Hohlweg hier wieder bauen. Habe ich schon ein bisschen Übung, weil ich habe auf der Streaming Map habe ich das auch schon gemacht. Was hast du ein bisschen über? Übung im Hohlweg bauen. Im Hohlweg bauen. Ja, kennst du den Hohlweg? Nö. Ein Hohlweg ist so ein Weg, was ich gerade baue. Ah ja, ne? Ja. Das ist eine 1B-Beschreibung. Okay. Ich habe gesehen, du hast auf YouTube ein neues Profil. Also Bild, meine ich. Ja, ich weiß gar nicht. Das hat das so. Das sollte doch sein, so. Ist eigentlich das alte, nur ein bisschen modifiziert. Aha. Ist einfach ein bisschen umgeskinnt, mehr nicht. So. Dann müssen wir hier mal ein bisschen angleichen. Kannst du mir jetzt noch... Ruhe das jetzt. Hm? Hohlweg. Ach, das soll ich dir erklären. Ja. Ein Hohlweg ist ein Weg, der sich durch... jahrhundertelange Nutzung mit Kuhwerk und Vieh sowie abgiebendes Regenwasser bis zu 10 Meter tief in das umgebende Gelände eingeschnitten hat.
Das stimmt ja nicht. Was? Das ist ja dann kein Hohlweg, was wir haben. Das ist ja nicht jahrhundertelang schon da. Doch, jetzt gleich schon. Wenn ich fertig bin, dann schon. Ja. Ja, das dauert noch ein 2-3 Jahrhunderte, ja, das stimmt. Ja, es sieht einfach so aus. Interessant, wusste ich auch noch nicht. Dass es sowas gibt. Ich denke, da ist das Problem einfach, dass bei dir im Norden zu wenig Burgen sind. Bei euch sind es eher Schlösser, Wasserschlösser. Wasserschlösser? Ne. Ne, was ja, habt ihr denn dann? In Lübeck vielleicht, ja, aber sonst. Okay. Also sonst haben wir ja gar keine Schlösser. Habt ihr überhaupt was? Ja. Frische Luft. Na, das will ich jetzt nicht unbedingt bestätigen. Doch. Im Gegensatz? Es ist frischere Luft anstatt irgendwo in Mitte Deutschland. Weil wir umgeben von Meeren sind. So. Ich muss sagen, ich glaube, das ist sogar der beste Weg von den dreien, die ich jetzt hier gebaut habe. Ein bisschen Graswuchs hier. Du schaffst schon wieder nichts, außer den Weg zu bauen. Ja, einer muss es ja machen. Du hast gesagt, du willst nicht. Ja, aber ich arbeite zumindest. Ich arbeite auch, ich mache den Weg. Aber du bewegst dich dabei nicht und das ist für mich kein Arbeiten. Du. Zumindest nicht im LS. Klar bewege ich mich im LS. Aber mein Fahrzeug bewegt sich nicht. Meine ich ja. So. Eigentlich würde es viel länger dauern, so einen Weg zu bauen, weil mein erstes Unternehmen engagieren muss. Dafür hast du jetzt einen Leck. Ja, danke. So, jetzt ist er fertig. Fahrkontrolle. Sehr ist holpert. Geht. Geht, wirklich sehr schön. So, also, ab ins Silo mit dem Gras. Und dann ist der Vorteil, dass wir die Tage auch eventuell dann zu zweit das Gras, weil mir ist gerade eingefallen oder vorhin eingefallen, wir haben auch noch eine zweite Wiese, ja? Die könnten wir eigentlich auch dann gleich noch machen. Ja, da soll die erst die Kuhweide hin. Nee, ich würde es erst abernten. Dass wir das Gras schon mal haben. Sonst ist das Gras ja alles weg. Das ist voll egal, wir haben noch genug. Ja. Was ist genug? Was hast du denn gebraucht? Eine Kettensäge. Eine Kettensäge? Jo. Eine Kettensäge. Kettensäge. Ja, wir haben noch 2 Millionen, das ist ganz gar nicht mal so schlecht. Das ist ganz in Ordnung, würde ich behaupten. Hast du zumindest für mich auch mit einer gekauft? Ja, natürlich. Danke. Mach 10,50 Euro bitte. Für was denn? Na, für die Kettensäge. Ne, bezahle ich nicht. Dann bin ich pleite. Das ist alles, was ich im Jahr verdiene, Kappa. So, weil dann habe ich gerade mal hier den Baum weggemacht, dass wir da später durchfahren können. Da brauchen wir dann noch einen Hacker. Und dann können wir Hackschnitzel machen. Und ein Sägewerk einbringen. Geht mit den Bäumen hier sehr gut. So.
Dann sollte ich hier nochmal lang. Dann tippt er nämlich auf die Seite. Kannst du gerade mal auf die Seite schieben mit deinem Ding? Ah, ne, brauchen wir gar nicht. Wir kommen auch so jetzt erstmal vorbei. Nein, doch, komm, ich schieb ein bisschen. Bist du fertig mit... Bist du fertig mit Schwaden? Ja. Dann kannst du das andere Feld nehmen. Oh. Das ist langweilig. Willst du Ladewagen fahren? Ja. Na dann. Hier. Aber nicht mit dem Jesse. Ja, dann. Wo hast du das Mehrwerk hingestellt? Durchfahrthalle. Sieht man aber auch eigentlich, wenn man nicht blind ist. Nee, nee, nee. Na was? Ist so. So. Na, dann fahre ich mal rüber. Cooler Weg, ja? Ja, kann man drauf fahren. Kann sich unterhalten, ist sympathisch, ne? Sympathisch, man kann sich unterhalten. Ach so, warum war das? Die ganzen blöden Sprüche, ich kann die einfach nicht. Ist auch gut so. So, hier, dieses Wiesenstück, das gehört uns noch. Und da werden wir dann... Oh, das ist auch ein Riesending, gell? Sieht kleiner aus, wie es eigentlich ist. Ja, das 16er sieht auch kleiner aus, als es ist. Ja, 16 ist natürlich abgeerntet, hat man ja gesagt. Ist gedüngt. Habe ich letzte Folge voll gemacht. Also zwischen den Folgen. Und heute gucken wir mal, dass wir eine Grundlage für die Tiere schaffen. Ne, wahr? Ja. Du. Wo gehört... Gehört nur auf der einen Seite vom Fluss uns, gell? Vom Fluss? Ja, hier ist ein Fluss. Ja. Also nur da, wo ich bin, das ja. Ist Ende dann. Moment. Ja. Okay. Sonst müssen wir 326.000 investieren. Nee. Muss er jetzt nicht sein. Kann man hier noch so ein Bildchen machen? Muss ja immer dran denken, dass ich auch Screenshots mache für die Thumbnails. Das vergesse ich manchmal. Und dann muss ich aus den Videos irgendwelche Standbilder rausnehmen. Das ist immer doof. Oder ein Clickbait-Titel, Thumbnail. Was ist denn bitte ein Click? Ah, okay, hier gehört das Land nicht mehr uns. Nein, wenn das, auf dem Thumbnail ist, was gar nicht im Video ist. Ach so. Und dann, also, wenn dann die Leute einschalten, weil wegen diesem Thumbnail und dem Titel. Aber das kommt gar nicht drin vor. Das ist nur, um Klicks zu generieren. Hm. Deswegen Clickbait. Nein, nee, solche Witze mache ich nicht. Nee, du bist ja auch Runa. Du machst keine Witze. Doch, aber nicht solche. Höchstens Flachwitze. Nee, das kannst du besser wie ich. Ja, stimmt. Aber du kannst auch Flachwitze. Also ich muss sagen, das Mehrwerk hier, das ist schon ganz ordentlich. Sehr praktisch, dass das rauskam, bevor wir die XL-Farm gestartet haben. XXL, sorry. Ah, Junge! Was los?
Habe ich mir gerade so ein Ping von so einem voll komischen Typen namens Varuna LP bekommen. Ein Ping? Ja. Meinst du auf Discord? Ja. Ah. Voll so ein komischer Typ. Heißt wohl neue Folge XXLFA. Ja. Gut. Dann ist gleich gemäht, dann Schwaden aufsammeln. Wenn hier aufgesammelt ist, dann wird mir hier die Kuhweide platzieren. Den Milchhof. Der sehr praktisch ist, weil wir müssen nicht sauber machen. Ja. So. Ich hör grad ein gutes Lied. Das ist doch schön. Ja. Wie viel Gras hast du schon? Oder wie oft bist du schon abgefahren? Einmal. Das sind 100k drin. Ja, ich denke, so 400k kriegt man vielleicht zusammen mit beiden Wesen. Locker flockig. Dann könnten wir morgen das ganze Gras zur BGA bringen. Also in der Folge von morgen, denke ich. Ja. So, weil ich bin jetzt fertig mit Mähen. Du kannst ja schwadern. Jo, bin schon auf dem Weg zum Hof. So. Ach lol. Oh, okay. Opala. Was hätte ich so umgeschmissen, das Mähwerk? Ich beende mein neues Handy. Warum? Weil meins kaputt ist. Musst du besser aufpassen, Junge. Oh, das ist nicht durch mein Verschulden kaputt gegangen. Das ist selber, ist quasi selber kaputt gegangen. Durch eigenes Verschulden. Nein. Ja, eigenes Verschulden vom Handy, hast du gerade gesagt. Ups. Nein, das Handy hat sich sozusagen selbst kaputt gemacht, habe ich gesagt. Das sage ich doch, Eigenverschulden vom Handy. Ja. Mein Gott! Dein Gott, mein Freund, ist auch mein Gott. Ups, ich glaube, ich bin zu schnell. Ich glaube, du hast wieder so einen Flachwitz-Moment deines Lebens. Ey, das ist ein Witz, den habe ich erfunden. Mein Gott, dein Gott ist auch mein Gott. Ist toll, dass du ihn auch erfunden hast. Ja? Aber auf jeden Fall geht das nicht entsperrt und es lädt auch nicht mehr richtig. Ich hab das jetzt 3 Jahre lang. Oh, das ist doch okay. Es war halt auch so ein 68-Euro-Handy. Ja, dann darf es auch kaputt gehen. Junge! Komm bald wieder nach Hause. Oh. So. Liebe Leute, wir sind am Ende angelangt. Ey, was ist los mit dir? Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Abo oder Kommentar da lassen. Am besten alles, wie immer. Und morgen 16 Uhr beim RP und 18 Uhr bei der XXL Farm auf der Marchfelder Landkarte. Wieder reinschauen. Haut rein, macht's gut. Tschüss. Tschüss.